Bei der Raumgeometrie, ja, hier begegnen uns bei den Übungen wieder die funktionalen Abhängigkeiten. In dem Zusammenhang heißt es halt immer, dass wir abhängige Seiten haben. Also kurzerhand, wir haben hier a 15 cm, b 5 und h gleich 10 cm. Bevor wir überhaupt weiter Aufgabe a anschauen, schauen wir uns erstmal an, was passiert denn eigentlich mit diesen Längen. Also die Länge a wird um x cm verkürzt. Das heißt auch nichts anderes, dass die Seite a nicht mehr 15 cm, sondern 15 minus x cm ist. Und jetzt haben wir sofort den abhängigen, die abhängigen Faktor oder die abhängige Variable. Das heißt einfach nur das als von einem x abhängigen Term schreiben und schon sind wir auf der richtigen Spur. Gleichzeitig wird h um x verlängert. Verlängert heißt 10 plus x. Und schon haben wir eigentlich eine Größe, mit der wir rechnen sollen. Wenn es jetzt heißt, stelle in Abhängigkeit von x dar, verwenden wir eben nicht mehr die Standardwerte, sondern wir verwenden die neuen Werte. B bleibt im Übrigen gleich. Das kann man auch gleich mal rauslesen. Da ändert sich anscheinend nichts. Bei der Aufgabe a sollen wir das zeichnen. Ich habe jetzt hier mal, weil hier dran steht, ein geeignetes Schrägbild. Ich habe einfach den Standardwert von Omega gleich 45 Grad und Q gleich 0,5 genommen. Das ergibt mir hier diesen schwarzen Quader. Also quasi die Seite A in Originallänge, 15 cm. Und dann hätte ich das entweder nach vorne oder nach hinten verkürzen können. Es kommt beides aufs Gleiche raus. 45 Grad Winkel angelegt und diese Seite B, die nach vorne oder nach hinten geht, die ist dann eben nur noch 2,5 cm lang. Die Höhe von 10 cm, die muss natürlich beibehalten werden, haben wir mal gelernt, senkrecht zur Schrägbildachse, wenn es in die Höhe geht, das muss auf jeden Fall beibehalten werden. Ja, und dann habe ich einfach um x cm verkürzt, heißt einfach 1 cm reingerückt und 1 cm weiter nach oben gegangen und das Neue gezeichnet. Das ist eigentlich relativ einfach zum Gewährleisten. Das Gute daran ist, dass es auch b unberührt bleibt, das heißt, ich kann auch Parallelen hier rutschen. Dadurch, dass b unberührt bleibt, bleibt es natürlich dann auch so und ich muss nicht eine neue Strecke b zeichnen. Ja, so schaut die Zeichnung aus und dann kann ich Berechnungen anstellen. Am Anfang kommt meistens immer, aus welchem Intervall kann ich das Ganze wählen. Da muss ich mir meine abhängigen Strecken anschauen. Also schauen wir mal, was kann ich denn hier für x-Werte einsetzen? Alle. Ja, ich kann alle Werte einsetzen. Ja, minus 10 darf ich nicht einsetzen. Also für x gleich minus 10 ist die Höhe 0, dann kommt nichts raus. Vielleicht schauen wir uns aber eher mal das an. Also, was passiert hier? Ich darf Werte einsetzen, aber auf keinen Fall darf ich 15 einsetzen. Ja? Und negative setzt man sowieso nicht ein, negative Werte für x in dem Zusammenhang, weil es ja auch mal eine Verlängerung sein sollte und eine Verkürzung kann es ja nicht sein. Deswegen muss es mindestens 0 sein, was wir hier einsetzen. Und es darf höchstens 15 sein. Also es beginnt fast immer mit der 0. Jetzt wird der eine sagen, ich könnte aber doch minus 10 einsetzen und das Ganze wird funktionieren, weil dann habe ich 25 und hier, oder sagen wir minus 9 und hier habe ich dann plus 1. Ja, aber dann haben wir doch hier keine Verlängerung mehr. Also es soll schon auch die Verlängerung, so wie es in der Angabe drin steht, soll gewährleistet sein. Dann habe ich nämlich 0. Das ist das, was wir quasi schon in der Angabe hier oben haben. Und es geht bis 15. 15 selber darf natürlich nicht dabei sein. Denn wenn ich 15 hier für die Seite A habe, habe ich hier keine Seite mehr und es entsteht kein dreidimensionaler Körper mehr. Das so für den Anfang immer so ein bisschen vorstellen. Meistens hängt es nämlich an dem, wo ein Minus dran steht. Da muss ich einfach gucken, wann hört das Ganze auf. Ja, und bei der Aufgabe C soll man die Raumdiagonale berechnen. Ich habe es jetzt hier mal für den neuen oder für den allgemein abhängigen rosa Quader einzeichnet. Wir müssen sie aber jetzt nicht direkt ausrechnen. Man könnte das nämlich mit Pythagorasen machen, dass wir hier ein rechtwinkliges Dreieck sehen und dann hier ein rechtwinkliges Dreieck. Oder wir wissen einfach, dass es in der Formelsammlung drin steht und ich einfach alle Seiten quadrieren muss. Das wird jetzt ein bisschen umständlich, denn wir wissen ja, wir müssen die abhängigen Seiten verwenden. 15 minus x muss in Klammern gesetzt werden, weil ja quasi die ganze Seite quadriert werden muss. Dann wird b quadriert und dann wird noch h quadriert. Aufpassen, c bei der Formelsammlung ist hier immer die Höhe. Also a und b sind meistens die Grundseiten und c ist auf jeden Fall immer die Höhe. Warum die nicht h hinschreiben, um es besser zu trennen, erschließt sich mir nicht. Nur dran denken, wenn da eben c dran steht, nicht verwirrt irgendwie nach einer dritten Seite suchen, sondern das ist die Höhe. So, und das sind binomische Formeln, die muss ich auflösen. 225 minus 2 mal ab sind minus 30x plus x Quadrat. Daraus wird 25, hier hinten müssen wir auch eine binomische Formel auflösen. 100 plus 2 mal a mal b sind 20x plus x Quadrat. Dann wird zusammengefasst 350 minus 10x plus 2x Quadrat. Wir könnten es jetzt auch noch umstellen, dass wir das 2x Quadrat vorne hin, minus 10x plus 350, wäre schöner, aber theoretisch bin ich hiermit fertig. Das ist also quasi die Raumdiagonale in Abhängigkeit. Ja, und jetzt geht es munter weiter. Als nächstes sollen wir das Volumen in Abhängigkeit aufstellen. Das Volumen ist, so haben wir das zumindest gelernt, die Grundfläche mal die Höhe.
Die Grundfläche ist 15 minus x mal 5, ja, ist ja ein Rechteck, also Grundfläche a mal b, mal die Höhe 10 plus x. Das sind jetzt drei Faktoren miteinander multipliziert, da muss ich Schritt für Schritt vorgehen, also bitte nicht alles auf einmal. Ich mache erstmal 15 mit 5 und minus x mit 5, also habe ich hier 75 minus 5x. Und jetzt, das setze ich weiterhin in Klammern, jetzt sind es Summenterme. Aufpassen muss ich eben, dass ich hier noch sauber Klammern setze. Also nicht einfach hier da vorne das offen schreiben ohne irgendwelche Klammern, sondern es muss ja mit dem ganzen Höhe dahinter multipliziert werden. Also 75 mal 10 gibt 750. Ich gehe das jetzt Schritt für Schritt durch, könnt ihr euch auch durchklicken. 75 mal x gibt 75 ist, x minus 5x mal 10 gibt minus 50x und minus 5x mal x gibt minus 5x Quadrat. Das passe ich jetzt zusammen oder fasse ich jetzt zusammen. Diesmal habe ich es umgestellt, weil im Ergebnis das genauso gewollt ist. Aufpassen, man könnte jetzt quasi hier überall die Einheiten einzeln hinschreiben, aber wenn ich schon weiß, dass Volumen rauskommt, kann ich auch immer am Schluss Kubikzentimeter hinschreiben. Brauchen tue ich es. Und nicht nur beim Endergebnis, sondern natürlich auch bei allen Teilschritten dahinter. Bei der 1e geht es um die Oberfläche, die ist ein bisschen schwieriger. Wir haben ja gelernt, in der Formelsammlung finden wir das auf Seite 57, dass der Umfang mal die Höhe die sogenannte Mantelfläche ist, also das, was außenrum ist, also quasi diese vier Seiten, oder ich nehme einfach alle vier Seiten mal die Höhe, geht auch, das ist ja eben genau die Formel, und dann noch Deckel und Boden, zweimal die Grundfläche. Das schaut jetzt nach einem ewig langen, verwirrenden Term aus, aber Schritt für Schritt wird es hoffentlich nachvollziehbar. 15 minus x ist die Seite A, dann die Seite B, dann nochmal die Seite A, 15 minus x und nochmal die Seite B. Das hier quasi ist der Umfang. Geklammert mal die Höhe, aufpassen, dass ich eben ganzer Umfang mal ganze Höhe rechne, plus zweimal die Grundfläche, die hatten wir ja vorhin schon, 15 minus x mal 5, die haben wir auch hier schon verwendet, wir hätten theoretisch auch gleich 75 minus 5x schreiben dürfen. Ich habe es nochmal hier aufgeschrieben, damit man das schneller nachvollziehen kann. Jetzt fasse ich zusammen. Vordere Klammer ergibt 40 minus 2x, die hintere Klammer gibt 2 mal 5, einfach da vorne hingeschrieben, also ich kann ja hier das Kommutativgesetz anwenden, die 5 da hinschreiben, dann habe ich 10 mal 15 minus x dran stehen und dann habe ich das Ganze fast schon fertig. Summenterme multiplizieren, das mit dem, das mit dem, das mit dem und das mit dem und so weiter, zusammenfassen, umsortieren. Und nun habe ich die Oberfläche berechnet. Aufpassen, bei den Sachen ist es eigentlich nur wichtig, die Klammern richtig zu setzen und einen Überblick zu bewahren. Heißt aber auch, dass man von Beginn an wissen sollte, was man tut. Sonst kommt man nicht so schnell, nicht so weit. Ja, und bei der F, die hört sich kompliziert an, ist sie aber nicht. Besitzt der Quader mit dem größten Volumen auch die größte Oberfläche? Ja, größte heißt in dem Fall ja auch maximal. Wann wird das Volumen maximal? Wann wird die Oberfläche maximal? Das sollte ein Signalwort sein für den Scheitelpunkt bestimmen. Ja, der Scheitelpunkt ist doch nichts anderes wie das Maximum. Und dadurch, dass es ja hier ein Minus davor gibt, weiß ich ja auch, dass es ein Maximum ist, genauso wie hier. Wenn ich das also einsetze, Formelsammlung Seite 30 steht übrigens das, dann erhalte ich diese beiden Scheitelpunkte. Und Scheitelpunkte ist ja immer, hier steht der Maximalwert des Terms für den x-Wert. Und es ist ja die Frage, hat der Quader mit dem größten Volumen auch die größte Oberfläche. Es ist nicht gefragt, wie groß ist das Volumen und wie groß ist die größte Oberfläche, sondern nur, ob es dieselben sind. Das reicht nämlich aus, wenn wir hier vorne x berechnen. X ist gleich 2,5 kommt hier raus und x ist 2,5 kommt hier raus. Und damit kann ich sagen, ja, die Figur oder der Quader mit der größten Oberfläche ist auch der Quader mit dem größten Volumen. Jetzt habe ich es falsch schon gesagt. Der Quader mit dem größten Volumen ist auch gleichzeitig der Quader mit der größten Oberfläche, weil ich einfach für beide x-Werte das rauskriege. Das heißt, wenn ich die zeichnen würde, hätte ich auf jeden Fall erstens die größte Oberfläche und zweitens das größte Volumen. Das ist eben nicht immer so.